Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich gehe auch nochmal hier den Vorschlag von der Sabine nach. Danke nochmal für den Vorschlag. Und zwar, das Video ist jetzt auch wieder eines der Teile von Top 5 unerklärliche Kriminalfälle und diesmal in Deutschland. Bevor ich anfange, gebt mir einen Like und abonniert meinen Kanal. Let's go! Der erste Kriminalfall. Die Geschichte heißt Mann zum Schlachten gesucht. Es geht hierbei um zwei Personen, die sich in einem Chat getroffen haben und mehr oder weniger eine kleine Verabredung hatten. Und zwar hierbei ist die Person Armin Mavis und der 43-jährige Berliner Diplom-Ingenieur Bernd. Die beiden trafen sich öfters mal hin und her, um sich genau diesen einen Tag festzulegen, wo das Event starten soll, mehr oder weniger. Ja. Die zwei haben sich ausgemacht, dass Armin Mavis den 43-jährigen Berliner Diplom-Ingenieur essen darf. Und zwar, um die Schmerzen auszuhalten, hat sich Bernd 20 Schlaftabletten, eine halbe Flasche Schnaps und eine Flasche Erkältungssaft in die Kehle gekippt, um auf den Wunsch einfach gegessen zu werden. Der erste Wunsch vom Opfer war es, den Penis zuerst abzuschneiden und dann zusammen zu essen. Danach tötete Mavis den Herrn Bernd und verstaute seine Überreste im Kühlschrank. Unabhängig davon begann das Bundeskriminalamt gegen die Identität eines Inzerenten zu ermitteln, der im Internet einen 18- bis 33-jährigen Mann zum Schlachten suchte. 204 Menschen haben sich Frankie, wie Mavis sich im Internet nannte, als Schlacht- und Misshandlungsopfer angeboten. 13 von ihnen hatten gerne zugesehen und mitmachen wollen. Ja, okay. Der Kannibale wurde dann zu 8 Jahren Haft verurteilt. Geschichte Nummer 2. Der Katzenkönig kommt. Keine Ahnung, warum der Titel so heißt, aber der Katzenkönig kommt. Ja, okay. Alles klar. Es war einmal das Pärchen Peter und Barbara und der Polizeibeamte Michael. Ja? Die drei trafen sich zuerst einmal in einer Kneipe und haben sich ein bisschen natürlich unterhalten und wie auch immer. Ja? Peter und Barbara haben den Herrn Michael, also den Polizisten, davon überzeugt, dass es einen Katzenkönig gibt, der was die Welt bedroht. Ja? Und dieser verlangt, dass Annemarie, eine Ex-Freundin, eine damalige Lebensgefährtin ihres Ex-Freundes, zu opfern. Also der Katzenkönig hat sozusagen gesagt, wir müssen die Annemarie opfern. Ja? Und der Polizist, auf jeden Fall, Michael sollte natürlich helfen, die Menschheit zu retten. Und der Polizist zögerte nicht, in Annemaries Shop zu gehen und sie 8-mal in die Brust zu stechen. Sie überlebte schwer verletzt, wie auch immer, okay. Das Gericht Bochum verurteilte Barbara zu einer Freiheitsstrafe von 14. Peter zu 11 Jahren und Michael zu einer Freiheitsstrafe von 8 Jahren. Dun dun dun. Auf jeden Fall. Nächster Kriminalfall heißt Auf zum Stern Sirius. Der Angeklagte lernte ein junges Mädchen in einem Club kennen und redete mit ihr über das Telefon mehr oder weniger über Philosophie und Psychologie. Sie betrachtete ihn schon so als Mentor. Also sie betrachtete ihn schon so als Coach oder als weisen Menschen, ne, der was sich so in den ganzen Themen gut auskennt. Er wollte mehr oder weniger nur das Vertrauen des Mädchens. Und er erzählte ihr dann über das Telefon, dass er ein Bewohner des Sterns Sirius sei und
sich damit geistig auf einer höheren Stufe als jeder normale Mensch irgendwie befände. Das Mädchen sei eine Auserwählte und sie sollte zum Sirius-Stern gehen. Ja? Also er habe den Auftrag, dass er sie zum Sirius-Stern bringe. Sobald ihr Körper zerfalle, würde er ihre Seele mit zu einem anderen Planeten nehmen. Und sie sollte aber mehr oder weniger 15.000 Euro mitnehmen, damit er eine absolute Meditation durchführen kann und sie in die richtige Phase reinbringt, also zur Vorbereitung sozusagen. Ja? Und das Mädchen nahm einen Bankkredit auf und zahlte es dem Angeklagten. Aha, okay. Im Endeffekt, es wollte nicht klappen, also die Meditation wollte nicht klappen und sie sei zu verschlossen. Und es gab einen Raum, ein roter Raum, dort warte ihr neuer Körper. Sie solle als schöne Künstlerin weiterleben, alles klar, ne? Auf das Drängen von dem Herrn hat sie dann eine Lebensversicherung von 125.000 Euro abgeschlossen, denn sie brauchte irgendwie ja natürlich Geld im neuen Leben. Ja. Sie sollte sich in eine Badewanne setzen und dann einen Föhn fallen lassen. Das wollte dann irgendwie nicht klappen. Der Angeklagte wurde wegen versuchten Mordes, Betrugs sowie gegen vorsätzlicher Körperverletzung mit 7 Jahren Haft verurteilt. Der nächste Fall, und zwar Bianca Burbach, ja, das ist das Opfer. In einem nicht einsehbaren Gebüsch der Tiergartenstraße lauerte eine Person, die das Opfer überfiel, ja, und im Grund hat der Mensch sie eigentlich sexuell angegriffen und sexuell vergewaltigt. Ihr Körper wurde dann auch nackt gefunden. Die Fahndung ist jetzt ziemlich interessant. Das habe ich ziemlich witzig gefunden. Ne? Und zwar, Rätsel ist, warum niemand die Tat bemerkt. Denn es war ein lauer Frühlingsabend. Es wird ein Halbfinalspiel der Champions League übertragen. Die Straßensiegen sind keineswegs menschenleer. Erst am Tag darauf, Donnerstag, wird gegen 12:50 die Leiche der jungen Frau von einer Spaziergängerin im Bereich der Tiergartenstraße entdeckt. Ermittler aus Sieg und Hagen beginnen sofort mit der Untersuchung. Das Landeskriminalamt in Düsseldorf kann Spurenmaterial identifizieren, das eindeutig den Täter zuzuordnen ist. Tausende Speichelproben nimmt die Polizei daraufhin von Männern ab 16 Jahren, die rund um den Tat- und Wohnort der jungen Frau leben. Ohne Erfolg. Ist sie ein zufälliges Opfer oder wartet der Mörder etwa gezielt auf Bianca Burbach? Dafür spricht die Aussage einer Zeugin, die am Abend des Mordes gegen 22:15 eine unheimliche Begegnung macht. Sie ist auf der Fußgängerbrücke Tiergartenstraße unterwegs, als ein Mann mit längeren, dunklen Haaren auf sie zugeht und sie unmittelbar am Arm packt. So schnell wie er den Arm von ihr irgendwie gepackt hat, so schnell hat er ihn auch wieder losgelassen. Ja? Und deswegen ist das ein Indiz, dass es die Person war. Ja? Vielleicht, möglicherweise. Und auch das Opfer hat die Geldbörse verloren und das wurde dann auf den Gleisen gefunden. Aus irgendeinem Grund. Ja? Also es könnte sein, dass das, was die Frau vorher erlebt hat, auch der anderen Frau so widerfahren ist, halt nur in einem anderen Bezug. Ja? Gehen wir zum letzten Fall. Es geht auf jeden Fall um einen Buben, der was zum Arzt gehen wollte. Er, Tristan, ja, so wie der Junge nun heißt, ist unter eine Brücke durchgegangen und das war eine Brückenunterführung und das ist halt eine beliebte Abkürzung in dem Ort und dann hat er die Abkürzung genommen, aber im Endeffekt ist er aus dieser Abkürzung nie wieder rausgekommen. Er ist dort ermordet worden. Ihm wurden Hoden sowie Fleisch und Po- und Oberschenkelteile entfernt und ja, dann wurde er einfach umgebracht und es wurde halt niemand gefunden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, ich hoffe, es hat dir gefallen, Sabine, und ja, dann bis
zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Lasst mir ein Like da und abonniert meinen Kanal. Und ciao, ciao.